So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hades. Ich habe mir für heute was vorgenommen und wahrscheinlich wird's total in die Hose gehen und in irgendeiner Form für einen total beschissenen Fail sorgen, aber das ist mir egal. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will dieses Mal 16 Hitze machen, damit ich hier die zweite Statue freischalten kann. Yo! Wir nehmen dafür die Gilgamesch-Variante. Unserer geliebten Clown. Yeah, so passt das. Aber wenn wir das machen, dann muss ich natürlich auch mit einer relativ vernünftigen Kombination an Items darunter gehen. Wir nehmen die Apfelblüte. Und Gefährte Rippe. Might help. Gut. Und dann jetzt will ich die Hitze natürlich auch richtig einstellen. Extra Gebühr, Preise sind höher, kann man ja alles mal machen. Noch extreme Maßnahmen, das gibt noch ein bisschen extra Hitze. Wie viel waren es? 16, ne? Ein bisschen mehr Leben und das will ich eigentlich nicht unbedingt. Versuchen wir es so. Ready. Ist zwar übervoll, aber ich will es jetzt echt mal versuchen. Not to me for clear instruction, boy. Not for the embodiment of the standard to which you are held. Set your aim higher than to be like me. Hm. Set your aim higher too. Du? Hä? Hm. There's so much nonsense that the mortals say to one another of our family, Zagreus. How viciously the rumors spread. Whether from that oaf Zeus, or likely from the mortal drunkard poets with no better use of their limited time. Okay. Ja, doch, das gefällt. So. Nö, den Hammer. Definitiv den Hammer. Jetzt hoffe ich nur mal, dass ich das tatsächlich schaffe. Andernfalls habt ihr was zu lachen, das ist auch nicht schlecht. Right on cue. Du-du-du-du. Sehr schön. Deine Spezialität, Gegner tötet? Nein. Man fügt Rüstung mehr Schaden zu. Bei Einsatz von Angriff oder Spezialität bist du unbeugsam. Machen wir das mal. Rüstung werden später ja auf jeden Fall noch kommen. Von daher brauchen wir das. Oder wird auf jeden Fall helfen, sagen wir es so. Ja, hat er mich jetzt echt erwischt? Meine Güte. Natürlich greifst du einfach an, wenn ich noch 13 Meter von dir entfernt stehe. Auf Verdacht, dass ich in dich reindäsche. Meine Güte, ich stell mich bescheuert an. Ich stell mich gerade echt bescheuert an. Ein bisschen besser auf die Gegner aufpassen. Nein! Nicht schießen, blödes Ass! Ich
Vitality. Okay, mehr Leben. Ein bisschen Geld, das nehmen wir natürlich mit. Boah, und jetzt lasse ich mich natürlich von Fallen treffen. Ich Vollhorst. Tschüss. Okay, ein Reroll. Kommen wir dadurch natürlich auch noch dazu. Meine Güte. Zack, zack. Moment. Habe ich gerade seine Attacke resettet, dadurch, dass ich ihn angegriffen habe? Er war eindeutig mit der Attacke schon fertig. Vielleicht denke ich mir an manchen Stellen einfach nur so ein bisschen scheiße aus, um zu erklären, warum ich scheiße im Spiel bin. Kann natürlich immer sein. Es ist immer das Spiel. Das kennen wir ja. Das kennt jeder, der schon mal irgendein schwereres Spiel gespielt hat. Machen wir mit Demeter doch gleich ein bisschen weiter. Das will ich ein bisschen ausbauen. Come get smashed to bits. Also zumindest merke ich mal, dass es auf gar keinen Fall an der Geschwindigkeit fehlt. Got anything else? Sport, der Wurf. Oh, jetzt hat sich eins verändert. Meine Güte, nehmen wir den Sport. That's cold. Ah. Nicht gut. So, das wird auf jeden Fall das Frösteln ein bisschen in die Höhe treiben. Jetzt kommst du her. Was denn? Es ist doch wirklich nicht schlimm, wenn du keine Blutkristalle mehr hast. Not yet. So. So, du gehst erstmal weg. So, was ist jetzt noch am Leben? Du und du. Frost. Heb's jetzt bitte auf. Ah, sehr schön, Sisyphus. Hello, ahoy! Sir. You're looking as stately as ever there, Baldy. Ich frag mich echt, wo du diesen ganzen Nektar hinkippst, Steinchen. Well then, Baldy. Ach, jetzt habe ich dich unterbrochen, Sisyphus. Tut mir leid. You know, Prince Ed, you really have a look about you that you know exactly where you're going as of late. I used to think you weren't near as comfortable in your own skin. Well, you were right. I was never comfortable performing Father's routine Tartarus inspections. Though those responsibilities of mine didn't last long. Nor did we have much opportunity to chat back then. But hey, you always struck me as a decent sort. Wasn't accustomed to your father's henchpeople greeting me with a smile. Wir nehmen den Obolus. Sure thing. Thank you, mate. Einfach, weil wir das gebrauchen können. Until next time. Heilung wäre zwar okay, aber ich würde jetzt mal sagen, wir haben eigentlich ausreichend Gesundheit momentan. So, zack, 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 zack. Noch mehr von euch? Nee. Ah! Was hat mich jetzt gerade da... Oh, du blöder Wichser.
merken wir wieder das allgemeine Problem mit diesen Clown sind viel zu aggressiv. Passen nicht genug auf. Und werden für diese Spielweise tatsächlich mit einem Brunnen belohnt. Ah, na gut. So. Nicht auf mich schießen und mich treffen. Keiner von euch. Habt ihr gehört? Keiner von euch wird mich treffen. Oh, natürlich. Nur weil ich ihn nicht getroffen habe. Weil ich wieder irgendwo hängen geblieben bin. Ah. Ernsthaft, wenn's... Oh, jetzt reicht's aber mal wieder, okay? Ihr blödes Gesindel. So, erstmal verhindern, dass mehr von euch nachkommen. Ich habe gesagt, verhindern, dass mehr von euch nachkommen. Meine Güte. Von der Zeit her ist es aber trotz allem vergleichsweise knapp. Should help keep me going. Ich bewege mich schneller. Ja doch, das kann ich definitiv gebrauchen. Wo haben wir die Angelstelle? Ja, die nehmen wir gerade noch kurz mit. Dafür sollte es reichen. Come on out. Hellfish. Ich habe, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass wir, wenn wir mit Poseidon die Verbindung noch weiter ausbauen müssten, wollten. How is it possible I am so sick of you, but never sick of killing you, Red Blood? Keine Ahnung. Ach. Okay, machen wir zuerst mal Alecto fertig und dann erkläre ich das, was ich gerade über Poseidon sagen wollte. Mist. Okay, zum Drittel haben wir sie. Vielleicht auch bewegen, wenn du dashst. Lass mich gerade jedes Mal von ihren Attacken treffen. Das ist peinlich. Ja, hilf mal bitte. Okay, wir haben sie. Aber mit gerade mal etwas mehr als einer Minute, das ist krass. Ja, das flew off. Okay, jetzt tatsächlich das, was ich noch erklären wollte. Was ich tatsächlich mal gelesen habe, ist, wenn wir Poseidons Verbindung maximieren wollen, dann müssen wir tatsächlich, bevor wir das erste Mal mit ihm sprechen in einem Durchlauf, einmal erfolgreich gefischt haben, glaube ich. Kann natürlich sein, dass ich das falsch gelesen habe, aber ich würde es gern glauben. Würde tatsächlich Sinn machen. Boah, tut mir leid.
Und von daher ist es natürlich immer schön, wenn wir relativ früh einen Angelpunkt mitnehmen können. Wir hätten später tatsächlich noch die Chance, auf Onkel Poseidon zu treffen. So. Bist du? Bleibst du hier? Ja, nicht drin stehen bleiben, nicht drin stehen bleiben. Okay, dich haben wir weg. Euch auch. Und dann noch dich. Okay, sehr schön. Jetzt muss es nur weitergehen. Und zwar da lang. Ich hoffe, ich werde am Ende nicht in Zeitprobleme kommen, was ich mir natürlich sehr gut vorstellen könnte. Aber selbst mit den Klauen ist mit so ziemlich der schnellsten und damage-stärksten Waffe im Spiel. So, was ist jetzt der Rest? Ah, nicht gut, nicht gut. Alles. Und wo geht's weiter? Ah. Nein, von da bin ich gekommen. Wo geht's weiter? Ah, da. Okay. Hallo, Hermes. Hermes, bitte. Ah, direkt nochmal ein Brunnen. Looks clear. Happy for you, boss. And I think you know what's inside. Well, maybe not exactly, but just pick something, will you? Werde ich, kein Problem. Ein extra Sport, das wäre natürlich geil. Ja doch, ein extra Sport, das ist immer gern gesehen. Vor allem mit einer Waffe, mit der ich viele Sportangriffe mache. Also was haben wir? Oh nee. Ah. Ja, denk mal bitte. Ab! Okay, sehr schön. Spezialität ist kraftvoller und macht frösteln. Ja gut, frösteln noch ein bisschen stärker machen ist nie verkehrt. Ja, und ich bin sehr dankbar dafür, dass du tatsächlich auch gut geholfen hast, Skelemeus. So. Was ist der Rest? Ja, natürlich. Bitte nicht in der Lava stehen. Mit einer kurzen Reichweite von den Krallen ist das tatsächlich richtig scheiße, wenn ich in die Lava irgendwie rein muss, um euch zu töten. Are they not? A bringer of destruction and an agent of the fates. You are full of surprises, my kin. Schön, dass sie dir gefallen. Gegner in der Nähe verbergen ist. Hast du auch was anderes? Let's see what else. Ja, na gut. Ja gut, alles ein bisschen stärker machen ist gut. Alles ein bisschen stärker machen, da beschwere ich mich nicht. Yurdike! This one. Look, Orvi. Yay! Wir können beide besuchen. You're singing in the blood after all, Orpheus. Thank you for taking my request. Oh, it is certainly my pleasure, Zagreus. This song of Eurydice's and mine, I've a connection to it, I suppose. Reminded me of some fond memories.
So, was wird höher? Frostattacke und Frosttusch. Sehr schön. Genau das, was wirklich wichtig ist. Danke, ihr zwei. So, da haben wir noch eine Angelstelle. Die nehmen wir auch gleich mit. Come on up. Another crustacean. Und sind wir dann? Wir sind tatsächlich schon bei Lernie. Sehr schön. Hast du noch einen Tipp? Auf den Kopf. Okay, ja. Auf den Kopf. Das ist ein guter Tipp von dir, Caron. An den werde ich mich auch definitiv halten. Why must we always fight like this, Lernie? Asphodel bin ich jetzt aber deutlich schneller durchgekommen als durch. Als durch den Tartarus. Okay. Ja, doch, das gefällt mir. Take me up. So, was haben wir hier Schönes? Zweiter Hammer, den nehme ich doch definitiv mit. Oh, nee. Warum ausgerechnet ihr drei? Wo ist das nicht? Oh. Ich und mein Talent, überall mit allem hängen zu bleiben. Oh. Pass ich mal wieder nicht auf. Und weitere von euch, als ob ich von euch nicht... Bitte durchdashen! Hört ihr auf so viel... Ah, natürlich dash ich voll rein, ich bin doch ein Idiot! So. Und tschüss. Deine Spitze.
Spezialität wird zu einem Sprungtritt, den Sporthaken. These fists are hungry to fight. Ja, Bonusschaden. Ich brauche ein bisschen mehr Leben. More bright swords. Zack. Nichts da, du triffst mich nicht. Frost-Stacks Bonusschaden machen zu können. Entweder durch das Verfallen oder durch die Frost-Explosion, wenn sie 10 Stacks haben. Das wäre schon richtig cool. Das setzt halt natürlich voraus, dass ich nochmal auf Demeter treffe. So, stehen bleiben. Poseidon, sehr schön. Wenn wir jetzt die Möglichkeit kriegen würden, mit ihm ein bisschen weiter aufzusteigen, dann wäre das richtig... Ich bleib natürlich voll drin stehen. Ich hasse euch so sehr, ihr Drecksgezücht. Machen, dann geht das. Siehste? Einfach langsamer machen, dann geht das mit denen. Haven't you learned your lesson yet? Oh, natürlich. Hat die mich jetzt mit so vielem Dreck auf einmal getroffen? Ich hasse das. Im normalen Spiel hätte man ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Unverwundbarkeit zwischen Treffern, aber nein. Wäre ja natürlich auch vielleicht ein bisschen overpowered, wenn man mehr Unverwundbarkeit hätte. Little Hades, it appears that you are moving right along, almost at an uncanny pace. I wonder how you got to be so fast. Aquatic exercise? Ah, das glaube ich nicht wirklich. Und ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich will mich ein bisschen heilen. Just what I need. Ich verbrauche gerade unglaublich viel Heilung. Oh, na toll. You and me, butterfly ball. So, ich darf euch auf jeden Fall nicht spawnen lassen, dann sollte das kein Problem sein. Okay, hier war Skelly jetzt ein bisschen verschwendet, würde ich sagen. Dionysus, mate. Sometimes things weigh heavily on me, but then I hear from you and it's like I don't have a care in the world. To your health. Oh, you're really too much for me sometimes, you know that, man? Gotta tell you, I don't think I ever felt so close to somebody so damn far away. But through the gift of drink, it's like we're with each other in spirit all the time, you know? Das hört man gerne. So, gibt es eigentlich irgendjemanden, bei dem wir noch nicht am Schlüsselpunkt angekommen sind? Nee, bei den Göttern sind wir jetzt alle beim Schlüsselpunkt. Das ist schön.
Zack, turns out I am quite the judge of character, and you men have an awful lot of it. I mean, you've given out how much ambrosia now? To all your mates and more? To my health. Nehmen wir das. Yay, wir sind bei ihm weitergekommen. Sehr schön. Fall noch mal was. Ah, Schmetterlinge, nicht gut. Wie wir ja wissen, Schmetterlinge sind die absoluten Todfeinde der Unterweltbewohner. Oh, ich hasse diese Streitwagen. Elendes Drecksgezücht. Verreckt. Verreckt durch meine brutalen Bärenhände. Eieiei. Dionysus, ich will mich jetzt nicht an ein Göttergericht ranwagen. Aha, voll vom Pfeil getroffen. Geschieht dir recht. Geschieht jedem recht, der sich gegen mich stellt. Oh, bitte treffen. Komm schon. Ah, Mann. Noch irgendjemand? Na, natürlich ist ein auch noch jemand. Oh. Erstmal euch. Dann sind mir das viel zu viele Schmetterlinge. Drei von euch blöden Drecksviechern. So, du noch. Und dann war's das. Schwellenwert oder der festliche Nebel. Nehmen wir mal den festlichen Nebel. Let's have a look here. Auch jedes bisschen zusätzliches Leben, das wir jetzt noch kriegen können. Ihr hört jetzt mal bitte auf, mich zu bombardieren. Das ist nicht nett. Mache ich ja auch nicht. Zumindest nicht in der Form. So, bis jetzt noch. Oh, na toll. Gezücht. Ja, oh, natürlich sprinte ich direkt rein. Okay, so
nachlassen mit dem Andrang. Meine Güte. Zu viele Gegner. Zu viele Gegner. So, nur noch du. Du elender Schmetterlingsorb. The Underworld's Power. Wo ist. Nein, 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 nein! Och! Mist. Okay. Das war jetzt gerade echt ein Arschloch-Move. Oh, da war ich zu ungeduldig. Viel zu ungeduldig. Du kennst. Oh, natürlich. Nur Schildträger. Weil ich sie ja so sehr mag. Aber genau dafür haben wir den festlichen Nebel. So, jetzt bitte was anderes. Nicht vielleicht unbedingt die. Und nicht mal der Wunsch, dass keine Schildträger mehr kommen, wird mir erfüllt. Eieiei. Oh. Sehr gut. Oh. Jetzt hast du es aber gerade, ne? Ich hasse dich. Ich hasse dich und ich hasse alle deinesgleichen. Ihr seid einfach aufgrund der Tatsache, dass ihr Schilde trägt, Arschlöcher. Kann mir niemand was anderes erzählen. Boosted a boon. Frostattacke noch weiter hoch. Eieiei. Jedes bisschen Gold mitnehmen. Jedes bisschen hilft. Care for a rematch? Come forth, blackguard, and you shall soon be crushed under the massive wheels of the finest chariot the world has ever known. You only have that chariot because of me, you know. It's all because of a condition of the Pact of Punishment. Nothing you did or earned, so drop the act. What? You claim to be my benefactor, when in truth, you are my figuratively mortal enemy? I'll do the chariot equivalent of trample you! Oh, bitte nicht. Ja, ich merk schon, das hatte ich vergessen. Kriegt ja beide absolut brutale neue Attacken. Wow! I shall crush you! Weg da. Nicht so groß, oder? Oh mein Gott. Ich weigere mich zu glauben, dass deine Explosion normalerweise so groß ist, wenn du mit dem in der Axt zuschlägst. Oh Gott, das wird nichts. Ich merke schon. Wozu denn jetzt schon? Ich habe noch eine Todesverachtung. Monster.
Nein! Ach du meine Güte! Ernsthaft, deine beschissene Schockwelle, die du bei deinen Sprüngen machst. Das ist ja abartig, wie groß die Reichweite ist. Mir läuft auch noch die Zeit aus. Nein. Oh. Mal sehen, was zuerst passiert. Entweder sterbe ich oder mir läuft die Zeit aus. Aber schaffen werde ich die auf jeden Fall nicht. Gott, Asterios hat so viel Leben. Jo, das war zu erwarten. Eieieiei. Oh, why can I get armor like that? Meine Güte. Hey, ich hab mit dir mal wieder was Neues. Echt jetzt? Was Interessantes? Wow, I can't believe you took on the Minotaur. No way! No wonder you're back here. Everyone knows that he's unstoppable, especially me. Hey, next you run into him, could you get his autograph for me? Wenn Asterios schreiben kann, dann würde ich dir das holen. No. Echt jetzt? Warum nicht? I haven't seen you in a while, lad. You made it to Elysium last time, didn't you? I did, Achilles. It's crawling with great warriors still looking for a fight. It's not exactly what I was expecting. Your father's marshaled the most willing ones to deal with you. Doubtless there's much at stake in it for them, if but the pride of having done the task. Although I think that pride will always be their weakness. Their pride? I'll remember that. Okay, okay. Es war zu erwarten, dass wir das nicht schaffen. Meine Güte. Dass ich jetzt so viel zu wenig Schaden gemacht habe. Eieiei. I have to ask you for a favor, Meg. And I'm willing to make it worth your while if you'll hear me out. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt. A proposition, Zagreus. Let's hear it then. While I'm in a charitable mood. It's about Sisyphus. If I can get my father to alleviate his sentence, would you just ease off of him a little bit? You and your sisters. I think he suffered quite enough under your whips. I don't know what you see in him, I swear. But you don't need to ask such things of me. If you can overturn his sentence with Lord Hades, I'd like nothing better than to never see that miserable shade again. It's a deal. Hmm. Okay. I come to you bearing aquatic beasts. Jetzt kann ich ja noch da kurz darauf eingehen. Bei Dionysus können wir tatsächlich vorwärts kommen, indem wir genügend Leuten Ambrosia geben. Das erklärt auch, warum wir bei ihm jetzt endlich weiterkommen konnten, weil wir mittlerweile einige Verbindungen mit den, Figuren eingegangen sind. Patroclus fehlt noch. Wir erfahren durch Gespräche mit Persephone. Ich muss noch dreimal mit ihr sprechen und dann dürften wir da eigentlich fertig sein. Komplett. Father, let me ask you something work-related here. I know the shade called Sisyphus once wronged both you and Thanatos and has since paid a heavy price. But don't the Fury Sisters now have better things to do than torture him? You come to me to question how I allocate my resources. Preposterous. I care nothing for that wretched shade. That he is tortured for eternity is but a technicality resulting from his arrogance.
The terms of his incarceration are long lost. Moment, was? Du hast einen Vertrag längst verloren. Das kann ich ja kaum glauben. So then if I could somehow find those terms, then theoretically I could grant him a pardon. If you could somehow do your job and enact miracles, then yes. You could do anything then, I suppose. Including waste your time on those of his undeserving ilk. That's good to know. Hmm. Okay. Good. Always have more pets for the greatest boy. Ja. Schöne Streicheleinheit für unseren lieben Kerberus. How's everybody doing? Remember, hang in there. Jeder sich einfach denkt, oh, red halt du keinen Scheiß. Ich darf mit dir sprechen, oder? Do you have to work with Hypnos pretty closely as part of your job, Dusa? Feels like I've been running into him a lot lately. Mr. Hypnos, I have trouble getting through to him, I think. He gives me plenty of advice, it's just, it isn't really why I talk to him. I only talk to him when I don't have a lot of other choice, I guess. I'll just keep talking to him so no one else has to. Moment, das ist auf jeden Fall was Wichtiges, was Nix dazu sagen hat. Bevor wir mit ihr reden. Ach, Mama Persephone ist nicht da, okay. Was hast du zu sagen, Nix? Nix, I was just busy doing some administrative chamber record keeping recently, and wouldn't you know it, it somehow slipped my mind where I could find the sentencing parchment work for the knave King Sisyphus, forced to toil out in Tartarus. I ran it by Megara. He has offered you aid repeatedly. At first, I saw it for a brazen act of bribery, but try as I might, there was no deeper underpinning to his actions that I could detect. That is to say, the records you seek may be found in section Sigma Phi Alpha, Lower Gamma Folder. Sigma Phi Alpha, Lower Gamma Folder. Got it. Thanks. Moment mal, warum weißt du das, aber Hades weiß das nicht? Der ist doch so überorganisiert. Schauen wir doch mal. Should check that stack of contracts back there. Da hinten. Amongst the parchment records of the dead and punished are the sealed documents known as the Knave King's sentence, forcing said king to endlessly toil with a boulder till the end of time. I'll just patch this through to the house contractor then. Okay, was würde der denn brauchen, damit er das macht? Sonst würde er das ja garantiert nicht machen. I can't afford any of this. Vier Diamanten. Ha. Diamanten gegen Nektar. Ich meine, einen könnten wir uns holen. Mittlerweile brauchen wir ja keinen Nektar mehr. Hey. Yep, hey. Ich glaube, ich muss tatsächlich beim nächsten Mal so ein bisschen mir die Konditionen durchgehen, mit welcher man das tatsächlich machen kann, weil so funktioniert das nicht. So funktioniert das definitiv nicht. Eieiei. Na gut, wir gehen nächstes Mal mal wieder mit dem Bogen runter, das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Aber das war's für heute mit Hades. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.